Herzlich willkommen zum zweiten Anwenderreport vom A-Team. Mein Name ist Thomas Schröder aus Quickborn, aus dem hohen Norden in Schleswig-Holstein. Auf dieser Fläche waren wir im November schon einmal. Jetzt machen wir eine kleine Zwischenbilanz. Wir schauen uns hier an, wie die Ungräserentwicklung ist. Wir haben hier, was man feststellen muss, innerhalb einer Woche eine Temperaturdifferenz von minus 15 Grad auf plus 19 Grad. Das sind 15 Grad, 35 Grad Differenz. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Von den Niederschlägen her sind wir von November bis heute bei 200 Milliliter. Das ist schon recht ordentlich. Die Bestände sind gut entwickelnd. Sie kommen jetzt ja aus der Winterruhe. Zurzeit stellen wir fest, dass wir kleine Ungräser hier vor Ort finden. Wir schauen jetzt, ob das Avoxa schon angewendet werden sollte. Zurzeit ist der Temperaturanstieg natürlich sehr hoch. Die Bestände sind noch in der Ruhephase. Zurzeit sieht man hier kleine Ungräser, wo aber das Avoxa noch nicht angewendet werden sollte, weil die Temperaturen auch noch wieder sehr niedrig werden können. Deswegen schieben wir hier den Avoxa-Einsatz auf dieser Fläche noch weiter zurück. Und ich sage Sie zum nächsten Anwenderreport wieder aus Schleswig-Holstein bzw. aus der Stadt Quickborn. Herzlich begrüßen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.